Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrte Herren Staatssekretäre, sehr geehrte Abgeordnete des Bundesparlaments, des Europäischen Parlaments, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Seit ein paar Minuten bin ich erst im Amt. Herr Schmitz hat die letzte Vorstandssitzung heute Nachmittag noch geleitet. Insofern will ich alle diejenigen, die jetzt gleich eine programmatische Rede erwarten, enttäuschen. Es gibt auch keinen Grund dazu, denn das, was Herr Schmitz mir überlassen hat, ist intakt und bedarf keiner revolutionären Annahme im ersten Augenblick. Zwei Dinge möchte ich kurz tun. Dank sagen und dann, wenn Sie so wollen, die Hand ausstrecken. Bei wem, das werden Sie gleich sehen. Zunächst Dank an Sie, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Bedeutet uns eine ganze Menge. Ich nehme einfach für uns in Anspruch, dass Sie damit das, was Sie auch in Worte gefasst haben, zum Ausdruck bringen wollten, dass die Banken wichtig sind hier im Lande. Das tut ganz gut, denn einige tun so, als wenn das nicht der Fall wäre. Sie haben es sich zur Gewohnheit gemacht, zu fragen, ob man es gerne macht. Bei Herrn Schmitz haben Sie eine lateinische Antwort bekommen. Ich bringe das nicht mehr auf Lateinisch zustande. Habe Ihnen ganz einfach gesagt, ich freue mich drauf, aus einem ganz einfachen Grunde. Ich fühle mich gesegnet in der Hinsicht, dass ich anders als Herr Schmitz, der ja eine kleine Runde drehen musste, bevor er wieder entdeckt hat, dass das Bankgeschäft doch so interessant ist, das große Glück gehabt habe, seit nunmehr 38 Jahren jeden Tag in diesem Beruf genossen zu haben. Es ist ein toller Beruf, er ist sehr interessant und ich habe das Gefühl, wir können in diesem Beruf genauso verantwortungsvoll wie andere in der Wirtschaft unseren Beitrag leisten. Und insofern habe ich mich gerne eingebracht. Dank sagen möchte ich dann an Herrn Schmitz. Andreas Schmitz ist 2008 in das Amt gewählt worden. Ein bisschen flapsig, habe ich gesagt, unter Vorspielung falscher Tatsachen. Er wusste nicht, was auf ihn zukam. Als er im März 2009 übernahm, war es immer noch nicht so ganz klar, was nun aus der Krise werden wollte. Jetzt sind wir im fünften Jahr. Ich habe einen Vorteil. Ich weiß, dass die Krise noch nicht vorbei ist. Kann mich ein bisschen besser darauf einrichten. Lieber Andreas Schmitz, Sie haben die Aufgabe trotz dieser widrigen Umstände hervorragend gemeistert, waren stets mit einem guten Rückgrat versehen, bereit, sich für die Belange der Banken einzusetzen und haben es darüber hinaus nicht vergessen, den Bankenverband fitter zu machen für die Zukunft. Denn Sie haben damals eine umfassende Reorganisation vorgenommen und ich habe das Vergnügen, jetzt einen Apparat zu übernehmen, der gut intakt ist. Im Übrigen finde ich es toll, dass Sie als einer meiner Stellvertreter auch weiterhin dabei sein werden. Insofern können wir darauf bauen. Und ich würde gerade die Kolleginnen und Kollegen bitten, Herrn Schmitz nochmal eine Runde Applaus dafür zu spendieren. Ja, und jetzt strecke ich nur kurz die Hand aus. Gucke zunächst die Kolleginnen und Kollegen an. Herr Schmitz hatte schon gesagt, der Unterschied zwischen Deutscher Bank und Bankenverband, den gibt es. Ich bin auch von den Journalisten heute Mittag gefragt worden, ob ich das immer schön auseinanderhalten kann. Ich werde mich darum bemühen. Bitte alle Kollegen, wenn Sie merken, dass ich es nicht schaffe, schnell laut zu geben. Aber ich denke, wir können sehr viel gemeinsame Interesse entdecken und müssen uns nicht darauf konzentrieren, wo es vielleicht einmal Unterschiede gibt. Wenn das vorkommt, werden wir das auch gemeinsam austragen. Wir haben von der Bundeskanzlerin gehört, welche Erwartungen an uns gesetzt werden. Ich glaube, wir können das Bild unserer Industrie nur dann verändern, wenn wir alle gemeinsam in die gleiche Richtung ziehen, um das verloren gegangene Vertrauen, ohne dass unser Geschäft nicht funktioniert, wieder zurückzugewinnen. Und ich bin da ziemlich von überzeugt, dass das keinen Appell mehr benötigt, um das an alle Kollegen immer wieder so ins Bewusstsein zu rufen, dass wir tatsächlich alle unseren Beitrag leisten. Ich zähle da auf Ihre Unterstützung, so Sie darauf zählen können, dass ich mich an die Spitze dieses Zuges gerne setzen will. Dann schaue ich stellvertretend viele andere Herrn Grillo an. Ich könnte auch andere Verbandspräsidenten nennen. Meine damit die Realwirtschaft. Möchte auch mein Unbehagen darüber zum Ausdruck bringen, dass wir manche Töne in den letzten Jahren gehört haben, die nach meinem Dafürhalten nicht förderlich sind, um das Vertrauen wiederherzustellen. Auch hier sollten wir uns, glaube ich, auf das Verbindende konzentrieren und nicht das Trennende in den Mittelpunkt stellen. Wir haben gehört, dass es mit den Banken alles sehr viel besser geht. Die einen gleich moralisch bewerten, in die eine Ecke zu stellen und die anderen in eine andere, führt nicht mehr weiter. Ich möchte auch hier, lieber Herr Grillo, die Betonung darauf legen, dass wir gemeinsam versuchen, die vor uns liegenden Probleme
zu bewältigen. Es sind eine ganze Menge, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass der gegenseitige Nutzen, den wir uns da machen können, doch überwältigend ist. Und dann nochmal zurück zu Ihnen, Frau Bundeskanzlerin. Sie haben zu Recht gesagt, dass wir eine Verantwortung für das Ganze tragen. Da bin ich völlig bei Ihnen. Viele der Diskussionen, die wir heute führen, bei denen sind wir nur stellvertretend für ungelöste Probleme im Mittelpunkt. Ich glaube nicht, dass wir gut beraten sind, auf Dauer uns bei der Diskussion immer auf sehr viele technische Dinge nur zu konzentrieren. Ich glaube, dass viele der Lösungen, um die wir gemeinsam ringen sollten, mit der Gesellschaft als Ganzes zu tun haben. Und wenn wir daran alle partizipieren lassen, dann werden wir die Lösung finden, die uns wieder dahin bringen, dass die Gesellschaft akzeptiert, dass wir Nutzen für alle stiften. Ich persönlich habe Ihnen gesagt, dass ich mich auf die Aufgabe freue. Ich möchte Sie in diesem kurz skizzierten Sinne anfassen und freue mich auf die Unterstützung, die ich von Ihnen dazu bekommen kann. In dem Sinne herzlichen Dank, dass Sie heute Abend bei uns sind. Thank you.